Meine Damen und Herren, es kochen für Sie heute. Bitte mit Applaus begrüßen Michael Zehmann vom Restaurant Extra aus dem Impulsiv hier aus Lörrach. Herzlich willkommen. Und seine Chefin auch, oder? Stellvertretende genau. Geschäftsführerin von Impulsiv, Sabine Große. Herzlich willkommen. Hallo. Sabine, ich frage mal ins Publikum, wer kennt denn das Impulsiv-Center? Jawohl, das haben wir erwartet. Sabine, wir haben hier sogar eine Karte. Vielleicht kannst du dich mal ein bisschen hier nach rüber spielen und zeigen, was eigentlich zu eurem Areal so gehört. Ja, das Impulsiv Hotel- und Sportresort befindet sich ja mitten hier auf diesem Regio-Messegelände. Wir sind an 365 Tagen im Jahr hier, also nicht nur diese 9 Tage Regio-Messe. Wir befinden uns hier mit einem Teil unserer Freizeitanlage, sowohl hier als auch hier. Impulsiv beinhaltet eine Tennishalle, das ist also dieser Bereich. Ach, die Halle 2 ist eigentlich eine Tennishalle? Genau, die Halle 2, Haushalt und Kochen. Derzeit ist also unsere Tennishalle mit 6 Tennisplätzen. Davor haben wir ein Hotel mit 21 Zimmern, 16 Doppel- und 5 Einzelzimmer. Dann haben wir hier den Bereich, das war ganz früher mal eine Eishalle, ist aber seit einigen Jahren eine Indoor-Soccerhalle mit 3 großen Fußballplätzen. Dann haben wir 3 verschiedene Gastronomiebereiche, die sich hier auch in unserer Anlage befinden. Und natürlich sämtliche Sportarten, Freizeitsportarten und Bowling- und Kegelcenter. Ich glaube, ich habe fast alles. Vielen Dank. Ja. Und der Herr der Restaurants, der Herr der Küche ist der Michael. Michael, was hast du unseren Gästen heute als Nachtisch mitgebracht? Ein Limettenkaffee mit Zitrusfrüchten und Masala Sabayon. Jetzt haben wir junge Gäste hier. Vielleicht kannst du uns noch mal erklären, was ein Parfait ist. Ein Parfait ist eine Art, wie ein Eis darf man sich das vorstellen. Ist das halbgefroren? Wird ein wenig angetaut, also es ist etwas weicher in der Konsistenz, etwas cremiger dementsprechend auch. Und Wir sind über 60 Mitarbeiter hier. Über 60? Ja, bei uns im Haus. Natürlich mit Housekeeping, Technik, Personal in der Küche, Servicemitarbeiter, Verwaltung, was alles dazugehört. Sind natürlich auch Aushilfen unter diesen 60 Personen, aber wir bilden auch aus in den Bereichen Koch, Köchin, Hotelfach und Restaurantfach, auch im kaufmännischen Bereich bilden wir aus. Und das ist einer meiner Hauptaufgaben, mich um die Mitarbeiter zu kümmern. Erzähl uns doch ein bisschen was über die Restaurantkultur bei euch. Ja, wir haben 3 verschiedene Restaurantbereiche inzwischen. Zum einen eben das Restaurant Extra. Da haben wir klassisch unsere Gerichte und Menüs. Da ist schon richtig der gemütliche Teil unseres Hauses. Da arbeiten wir viel mit Firmen auch zusammen, die bei uns ihre Veranstaltungen regelmäßig durchführen. Aber natürlich im à la carte Bereich. Wir haben inzwischen auch viele Gäste, die wirklich nur zum Essen zu uns kommen, was auch sehr schön ist. Der zweite Bereich ist die Sportsbar. Das ist so im Herzen unserer Anlage. Das sind unsere Sportler natürlich alle, die verweilen dann nach dem Sport bei uns, wenn sie in der Sauna waren, anschließend noch ein Salat oder was Frisches, Gesundes. Ein Salat und ein großes Hefe. Genau. Das ist eine genommene Männerkombination, glaube ich. Ganz genau, ja. Jetzt wird die Sabayon gemacht. Jawohl. Jetzt hast du ein bisschen, das ist der Alkohol. Wir haben jetzt einen italienischen Süßwein. Was könnte man, wenn man jetzt keinen italienischen Süßwein hat, was kann man da als Ergänzung nehmen? Man kann schlichtweg auch einfach nur mit Weißwein machen. Ich mache es nur zur Unterstützung dran. Aber gehört da Alkohol generell rein oder kann man es auch ganz ohne Alkohol machen? Ohne Alkohol habe ich es jetzt noch nicht probiert. Okay. Sehr schön. Ja, eine klassische Weinschaumcreme, ne, auf Italienisch mit dem Masala eben Sabayone. Also, ja. Der Chefkoch entwickelt ja seine Rezepte selber, hattest du mir in der ersten Show erzählt. Ja. Und Mitspracherecht auch, aber also, Probeessen darfst du schon. Ein Vetorecht schon, ob das immer dann so durchgezogen wird, ist dann immer noch fraglich. Aber nein, es wird natürlich auch Probe gekocht, jedes Rezept. Ja. Und dann darfst du dann alle Tests essen? Nicht oder? Alle, nein, nicht alle. Ich bin nicht immer dabei, aber ich darf dann doch schon des Öfteren einfach auch kosten und meine Meinung dazu sagen. Das sehr ist schon gut, ganz schön, sehr gut. Lieber Michael, man sieht auch, du ersparst dir das Fitnessstudio, du musst nicht mehr trainieren gehen.
So soll es aussehen. Im Anschluss an die Kochshow gibt es eine Visitenkarte von uns, von Energiedienst. Und dort können Sie auf unsere Website gehen. Da sind alle Rezepte genauestens geschildert. Ganz genau. Auch die Arbeitsvorgänge und die, die Sie nachkochen möchten, können Sie sich dann für sich zu Hause runterladen, selber ausdrucken und einfach mal probieren. Und wenn Sie soweit sind im nächsten Jahr, wir suchen immer neue Gäste zum Kochen, dann kommen Sie wieder und sagen, das kann ich. Kommen Sie vorbei, melden sich an. Sehr schön. So, du bist jetzt auch schon am Garnieren. Der Moment, den haben wir verpasst. Wir haben da schon mal etwas für Sie vorbereitet, meine Damen und Herren. Denn 6 Stunden wollen wir ja Sie nicht frieren lassen. Aber es sieht schon gut aus, Sabine, ne? Ja, sehr. Wirklich, ja. Magst du das selber eigentlich auch, Michael? Bist du ein Süßer? Eher weniger, aber das finde ich jetzt wirklich eine sehr tolle Kombination, weil man eben zum einen die Säure hat von den Zitrusfrüchten und die sehr süße Sabayone dazu, ne? Ja. Vielleicht, lieber Enrico, kannst du nur 4 Portionen mit Eis machen. Möchtest du noch was loswerden? Möchtest du an unsere Gäste noch etwas richten? Spontan fällt mir ein, unsere große Veranstaltung, die wir dieses Jahr im Sommer wieder haben. Gut. Vielleicht kennen uns schon manche. Wir machen immer anlässlich der Fußball-Europameisterschaft dieses Jahr oder auch vor 2 Jahren Weltmeisterschaft ein großes Public Viewing. Genau. Michael hat demonstriert. Ich glaube, wir wissen, wem wir die Probierportion reichen, nämlich der Dame in der ersten Reihe, damit sie genau weiß, wie ein perfektes, vielleicht hast du noch einen kleinen Löffel, Parfait mit Sabayon schmecken soll. Meine Damen und Herren, ein Riesenapplaus an Michael Zehmann und guten Appetit. Frau Große. Guten Appetit. Dankeschön. Ja, das ist für Sie, Sie haben gewonnen. Und für Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist im Hintergrund von Enrico und seinem bezaubernden Team für Sie die Probierportionen angerichtet. Das wird Ihnen jetzt gereicht. Bitte bleiben Sie sitzen, stürmen Sie weder Koch noch Tresen. Wir servieren, solange der Vorrat reicht. Und ich kann Ihnen versichern, es reicht. Wir bedanken uns bei unseren Gästen. Habt ihr schön gemacht. Ich komme heute Abend wieder ins Restaurant. Ich möchte Garnelen, bitte. Plus Schafskäse schon mal vorbestellen. Freuen wir uns. Wir sehen uns wieder. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ihr könnt auch gerne noch ein bisschen Material verteilen. Informationsmaterial gibt es natürlich auch am Informationstresen vorn bei uns am Stand von Energiedienst.